Liebe Zuschauer, nachdem es am Dienstag am deutschen Aktienmarkt Gewinnmitnahmen gab, sahen wir zur Wochenmitte ein eher gemischtes Bild. Am Vormittag war der DAX sogar zwischenzeitlich unter der Marke von 11.200 Punkten. Am Nachmittag dann pendelt er um die Marke von 11.300 Punkten, mal mit leichtem Plus, mal mit leichtem Minus. Etwas deutlicher die Bewegung hingegen am Devisenmarkt. Denn der Euro fiel nach guten Konjunkturdaten in den USA auf den tiefsten Stand seit 2003, also unter die Marke von 1,11 Dollar. Im Fokus ansonsten schon die EZB-Sitzung, die so ein bisschen ihren Schatten vorauswirft, die natürlich auch am Donnerstag das Tageshighlight sein wird, und der Arbeitsmarktbericht am Freitag. Ja, schauen wir mal genau auf die Termine, die die Börsianer am Donnerstag bewegen könnten. Zunächst um 8 Uhr die Auftragseingänge der Industrie in Deutschland im Monat Januar. Hier wird ein Rückgang von knapp 1%, also 0,8% erwartet. Dann 13.45 Uhr Showtime für die europäischen Notenbanker, für die EZB. Zunächst wird der Zinsentscheid veröffentlicht. Hier wird keine Veränderung erwartet, aber die Pressekonferenz, die wird mit Spannung erwartet, denn man erhofft sich Details zum Anleihenaufkaufprogramm. Bislang ist bekannt, dass jeden Monat eine Summe von 60 Milliarden Euro investiert werden soll, um den Banken Anleihen abzukaufen, damit sie dieses Geld beispielsweise in Form von Krediten den Unternehmen zur Verfügung stellen können. Jetzt erhofft man sich eben Details, wie das Ganze funktionieren könnte, sprich vielleicht auch einzelne Volumen, ob es sich um Tages- oder Wochenvolumen handelt, wie man dabei vorgeht. Also Details hoffentlich dann am Donnerstag. 16 Uhr wandert unser Blick wieder in die USA. Auftragseingänge der Industrie im Monat Januar werden veröffentlicht und ein leichtes Plus, sagen die Analysten voraus, 0,1% der Anstieg. So wird es erwartet. Ansonsten gibt es noch einige Unternehmen, die Zahlen vorlegen werden bzw. diese konkretisieren. Das heißt beispielsweise Adidas. Hier sind die Zahlen ja eigentlich schon bekannt, das grobe Zahlenwerk. Hier soll es nun Details geben und eine Pressekonferenz. Continental, auch hier werden die endgültigen Zahlen erwartet. Und mit einem Unternehmen der zweiten Reihe gibt es vielleicht auch noch Neuigkeiten. Glöckner wird Zahlen an den Markt bringen. Und das gleiche dann auch noch bei Zalando. Auch hier sind die Rahmendaten schon bekannt. Hier soll es nur noch Details geben. Aber mal schauen, ob diese die Anleger verzücken und diese dann vor Freude schreien.